Vor 4 Jahren wurde Feuerwehrmann Matt Schobert bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Er musste den Dienst im kalifornischen San Diego quittieren. Dann kamen die Depressionen. Meine Karriere war alles für mich. Sie war nicht nur mein Job, sie war mein Hobby, meine Identität. Ich wurde lebensmüde. Er hat seine Depressionen in den Griff bekommen. Aber in den USA verlieren weitaus mehr Feuerwehrleute ihr Leben durch die eigene Hand als durch Brände. Das ist eine sehr maskuline Macho-Welt. Es ist gefährlich für sie, wenn sie sich irgendeine Blöße geben. Über die Jahre hat es sich so eingespielt: Wer zu schwach ist, muss gehen. Auch in diesem Jahr haben wieder heftige Waldbrände in Kalifornien die Feuerwehrleute an ihre Grenzen gebracht. Physisch und psychisch. Es gibt Feuerwehrleute, die 12 bis 36 Stunden direkt am Brand durchgearbeitet haben. Sie sind körperlich ausgelaugt, sie sind emotional am Ende, denn es sind Feuerwehrleute in den Flammen gestorben. Wir sind keine Superhelden, jeder hat ein Limit. Die Feuerwehrleute müssen lernen, Hilfe anzunehmen, damit sie auch den Kampf gegen ihre Überforderung lebend überstehen.